Und schon wieder zurück bei DSA Sternenschweif. In der wundervollen HD-Version unter freiem Himmel. Wie üblich, ich glaube, gemacht haben wir schon alles. Wir können rasten und sind sofort im Kampf. Das war ja nicht anders zu erwarten. Was ist denn da los? Ja gut, zwei Löwen. Und bei den zwei Löwen würde ich gerne mal Folgendes versuchen. Und die Sichelpfeile, wir haben die stumpfen... Bin mir aber sicher, dass die stumpfen Pfeile auch nicht irgendwie eine Änderung des Prozederes herbeiführen, oder? Außer, dass die minus zwei Schaden machen. Hast es gewollt. Versuch das gerade mal mit den Pfeilen. Ich will die jetzt mal gerne... Ah ja, da ist niedergeworfen worden. Ich versuche das gerade mal mit den Pfeilen, weil ich es gerne mal ausprobieren würde. Der letzte hat nicht getroffen, ne? Du hast es so gewollt. Ja. Das normaler Pfeil. Ich bin mir nicht sicher, was diese Pfeile tatsächlich bewirken. Jetzt wähl halt den Löwen aus, Mensch. So. Wow. Achso, warte mal. Wir hatten jetzt die stumpfen Pfeile. Dann würde ich jetzt gerne mal die Kriegspfeile plus 1 Schaden, das ist... Klar, Brandpfeile, Sichelpfeile. Probieren wir mal die Sichelpfeile aus. Ja, gut. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben vielleicht irgendeine Bedeutung, wenn man sie im Rahmen... Diverser Dinge benutzt, die so passieren können. So nach dem Motto, was willst du hier tun? Willst du einen Sichelpfeil verwenden oder sonst irgendwas? Da könnte ich mir schon vorstellen, oder hier stumpfe Pfeile, um irgendwen außer Gefecht zu setzen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die irgendwie eine Bedeutung haben. Deswegen werde ich den Plan so behalten. Ich werde tatsächlich Pfeile im Inventar behalten für den Fall, dass man sie irgendwie mal nützlich in so einer Entscheidung verwenden kann. Ja, hier komme ich jetzt natürlich nirgendwo hin. Na danke. So. Ist Rayala zwischenzeitlich mal aufgewacht? Ich meine Brüder. Ja, sie ist wach. Sehr gut. Willkommen in Borons Reich. Willkommen in Borons Reich. So, und jetzt sind wir wieder hier. Und hier ist Neulowangen. Neulowangen hat etwa 540 Einwohner und ist vom Lowanger Dualismus geprägt. Etwas weiter westlich des Dorfes befinden sich die Altsweltsümpfe. Die guten alten Altsweltsümpfe. Machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Dann nur mal nachgucken, ob sie dann jetzt die richtigen Pfeile drin hat. Hat sie. So. Döp. Wow. Wow. Was ist denn da los? Ich höre Regen. Es kommt doch nicht schon wieder ein Gewitter. Nee, es ist immer noch Sommer. Oh, da ist schon wieder das Keepin-Vibe. Was ist dies? Überall, wo wir sind. Überall. Hier, diese Schuhe, die meinte ich. Die werde ich uns auf jeden Fall noch an die Füße pappen, weil die machen Kälteschutz plus 4. Und sind vom Gewicht her auch ein bisschen leichter zu ertragen im weitesten Sinne. Die vergilbten Pergamente, Schrift... Moment. Das ist eine ganz normale Schriftrolle. Die braucht doch kein Mensch. Wir haben nichts, was wir notieren wollen würden. Kletterhaken. Ja. Nehmen die beiden mal mit. Ansonsten haben wir hier noch Flussbarsche. Und Flaschen, aber nichts, was wir jetzt konkret brauchen würden. 12 Silber, bitteschön, 14 nimmt sie. Da ist das Pergament. Bitte einmal lesen. Rezept für einen schwachen Heiltrank, das haben wir bereits, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ist uns bereits bekannt. Ich glaube, wir konnten uns auch irgendwie nach Lowangen reinschleichen, aber... Beziehungsweise wir konnten reinkommen, indem wir unsere gesamte Ausrüstung ablegen. Halte ich aber für schwierig. Für sehr schwierig. So, willkommen in Neulowangen. Neulowangen hat sogar eine Mauer, eine Palisade, wenn ich das richtig sehe. Aber nur in eine Richtung. Nur nach Norden. Wieso schützen sich die Lowanger nach Norden hin? Das erscheint mir nutzlos.
Wenn, dann müssten sie sich nach Süden hin schützen. Gut, von Schutz kann hier eigentlich auch nicht die Rede sein, ne? Also es ist eine ganz kleine Palisade, die von beiden Seiten umgangen werden kann. Mit einem schüchternen kleinen Wachturm daneben. Und einem schicken Tempel. Wo ich jetzt von außen nicht direkt... Ist das ein Rondra-Tempel? Nee, das ist ein Praios-Tempel. Praios zum Gruße. Praios zum Gruße. Obwohl dieser Tempel in seiner Pracht kaum an den Sonnentempel in Gashok heranreicht, sind die Bemühungen der Praios-Kirche, ihren Einfluss hier im Sveltland auszudehnen, nicht zu übersehen. Hell fällt das Tageslicht auf die kunstvoll geschnitzten Sitzreihen aus dem weißen Holz irgendeines fremdländischen Baumes. Der glänzende Altar, aus glattpoliertem weißem Marmor, strahlt im Schein zweier sonnenförmiger Feuerbecken, an dessen Seiten keinerlei Spur von Rauch oder Verschmutzung aufweisen. Alles wirkt bis ins kleinste Detail rein, unberührt und geordnet. Ebenso wie die Geweihte, welche gerade die Feuerschalen entzündet. Als ihr näher kommt, dreht sie sich zu euch um. Das reinigende Feuer Praios soll unsere Andacht begleiten und euch erleuchten. Seid ihr imstande, uns etwas über Praios zu erzählen? Wenn ihr seinen Segen wollt, erweist euch einfach als würdig. Ja, ich würde aber gerne mehr über ihn selber erfahren. Gute Dame, ich würde gerne mehr über ihn selber erfahren. Nicht nur darüber, was ich tun muss, um seinen Segen zu bekommen. Elfen sind widernatürliche, dämonengleiche Wesen. Praios Strahl wird sie für die Frevel, die sie mit ihrer Magie anrichten, strafen. Geht in den Finsterkamm und ihr werdet sehen, dass die Zwerge Praios leugnen. Für diesen Frevel werden sie eines Tages bestraft. Sprecht in dieser heiligen Halle nicht von den Schwarzpelzen. Ich höre hier nur bestrafen, alle werden bestraft. Ich gehe lieber mal. Gehabt euch wohl. Ja, genau, dankeschön. Gehabt euch wohl. Alle werden bestraft, alle werden kaputt gemacht und sowieso sind alle unwürdig. Wie lebensbejahend das Ganze doch ist. Ich bin so glücklich. Und hier kommen wir tatsächlich in die Sümpfe. In den Sumpf des Vergessens. Hier oben wäre Tiefhusen. Und hier ist Tjolma. Ja gut. Ich will ehrlich sein, ich fühle mich nicht bereit, in den Sumpf des Vergessens zu gehen, weil ich gerne vorher irgendwie nochmal zumindest ein paar Sachen weglagern würde, wenn ich ehrlich bin. Wir nehmen mal gerade kurz die Strecke. Wir sind ja frei in dem, was wir erkunden können. Wir könnten ja vorher sogar nochmal hier oben in Tjolma vorbeischauen, wenn wir das denn tun wollen würden. Eventuell. Es wäre eine Möglichkeit. Also Tiefhusen und Tjolma. Dass wir quasi die beiden Städte noch mitnehmen zum Erkunden vor dem Sumpf. Ich weiß gar nicht, wie sieht's denn aus mit den Abenteuerpunkten, Status? Hier, da können wir es sehen. 3200 von 3600. Das ist eigentlich nicht mehr so weit bis zu Level 9. Hinter der nächsten Wegbiegung taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf. An Flucht ist nicht mehr zu denken. Wer denkt denn hier bitte schon an Flucht? Ha! Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 garstige Orks. Schnellkämpfe, also ich meine die 30 Pfeile, so viele Pfeile brauche ich im Leben nicht mehr. Die Schnellkämpfe haben natürlich was für sich. Aus dem simplen Grund, dass sie die Dauer eines Standardkampfes natürlich deutlich verkürzen. Sie haben natürlich ein Problem, dass wir die Leute eben nicht wirklich richtig steuern können. Das heißt, der Konrad ist glaube ich in den Nahkampf gerannt, alle haben immer verteilt ihre Angriffe auf die Orks verlegt und haben damit natürlich dafür gesorgt, dass die Orks länger am Leben bleiben und so jemand wie Rayada bekommt dann halt ordentlich auf die Mütze, wenn sie nach vorne rennt, weil sie eben die höchste Bewegungsreichweite hat. Das ist dann schon mal der Nachteil. Oh, ich hätte Heilkunde Wunden machen sollen. Nein!
Da, wo die Straße im Fluss zu verschwinden scheint, liegt eine Fähre am Steg. Jedoch ist weit und breit niemand zu sehen, der euch herüberfahren könnte. Wollt ihr warten? Es ist eine Stunde vergangen und immer noch ist niemand zu sehen. Wollt ihr die Sache selbst in die Hand nehmen? Wie erfahrene Seeleute steuert ihr die Fähre an das andere Flussufer. Ah, wie wir gesagt haben. Auf zurück nach Garshok kurz, also ganz kurz. Ich will in Garshok quasi nur ein bisschen organisatorischen Kram machen. Jetzt wird hier mal gerade geheilkundet. 12 Lebensenergie, das ist nicht schlecht. Hätte natürlich noch mit einem Wirselkraut das Ganze verbessern können. Aber nu. Oh. Es ist regnerisch. Herbst, es wird schon Herbst. Meine Güte. Da kommen wir ja genau richtig im Sumpf an. Und ich überlege gerade auch, ob wir nicht für Androsch wieder den Plattenpanzer kaufen können, weil ich meine, er hat jetzt den, er hat jetzt den Kraftgürtel an. Das bedeutet eigentlich, er könnte vielleicht den Plattenpanzer wieder am Leibe tragen, ohne dass er runtergestuft wird auf 5 oder 4 Bewegungspunkte. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ach ja, nach einem langen Weg durch die südlichen Berge zurück in Garshok. Bei sehr unwirtlichem Wetter. Sehr unwirtlich hier. Hier haben wir ja unseren beliebten Gemischtwarenhändler, bei dem wir ja immer alle Sachen verkauft haben. Der ist ja quasi hier direkt ums Eck. Ups. Beinahe unter meiner Würde. Beinahe. Nein. So. Dann machen wir den hier, dann machen wir den hier. Sie hat auch noch jede Menge Pfeile, meine Güte. Wir haben so viele Pfeile, was soll man mit den ganzen Pfeilen machen? Wie, was? Achso, hat sie an sich selbst gegeben, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, lieber Gemischtwarenhändler, ich hätte Sachen zu verkaufen und zwar folgendes. Eins behalte ich als Erinnerung an unsere Begegnung mit diesen Orks, genauso wie einen von den Bögen. 72 Pfeile, meine Güte. Eine Peitsche und einen von den Bögen behalte ich. Hier behalten wir alles. Das behalten wir auch alles. Die werde ich jetzt nicht weggeben. Das sind auch Pfeile, die man so sonst nicht kaufen kann, wenn ich mich da richtig entsinne. So, und ich würde dafür gerne direkt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schneeschuhe würde ich dafür gerne kaufen. Die sind nicht so schwer. Die sind 40 Unzen, das kann man schon mal. Aber der Winter naht. Und Kälteschutz plus 4 ist halt ein Vorteil im Winter. Gucken wir mal. Ich hätte gerne 30 oder 30. Viele Karten hätte ich gerne. Dankeschön. Jawohl. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? Hat jetzt einer 2 bekommen? Ja, alles gut. Alles gut. Alles verteilt. Sehr schön. Gut. Dann würde ich Folgendes machen, ich würde das Inventar einmal ganz kurz aufräumen. Das heißt, ich würde hier mal in unsere Helden, in unsere Abenteurer-Gilde gehen und dort mal die Sachen wieder verstauen. Dann kann ich da gleichzeitig nochmal nachgucken, was denn da jetzt, ob da jetzt irgendwas verschwunden ist von dem DLC oder von Mod oder was auch immer. Da hatten wir ja die Meldung bekommen. Und das mache ich mal gerade offscreen. Das könnte jetzt ein bisschen hin und her werden mit viel Rumgeklicke und viel Leute dazu nehmen und wegnehmen und so weiter und so fort. Wir sehen uns aber in 2 Sekunden wieder. Es dauert nicht lange. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und ich habe ein bisschen rumgekramt, ein bisschen rumgemacht. Und mir auch mal überlegt, Alchemie zu betreiben. Denn ihr wisst ja, wir hatten ja immer vor, unsere eigenen Mana-Tränke zu brauen. Ja, das können wir theoretisch auch. Dazu bräuchten wir nur Alraunen und Kairanhalme und Tonnisblüten für den Großen. Und Alraunen, Kairanhalme und Tonnisblüten für den Kleinen. Jetzt ist das Problem, wenn ich hier mal so gerade reinschaue, Alraunen hätten wir theoretisch noch, Kairanhalme sehr begrenzt. Ja, sehr begrenzt. Sehr, sehr, sehr begrenzt. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich eventuell mal hier meine Kräuter ein bisschen aussortiere. Wir hatten übrigens über 600 Garnelen, die wir mit Sicherheit nie wieder gebrauchen werden. Das ist eigentlich absurd. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes.
Ich habe von jeder Kräutersorte habe ich einen Grundstock dagelassen. 86 Wirselkräuter, 200 Einbeeren, 64 Tonnisblüten, weil die auch zur Meditation benutzen, Valaria und Myria. Und wenn wir die ganzen Tonnisblüten veralchemieren würden, dann wären die weg. Schuringknollen, selbst Schuringknollen habe ich ein bisschen behalten. Kairanhalme, Yoruga, Ilmenblätter, alles. Es ist im Prinzip noch von allem genug da. Mindestens 30, zum Beispiel von den Alraunen, um sie für eventuelle Dinge zu benutzen. Was ich machen würde, wäre den ganzen Überschuss an Kräutern, den wir jetzt gerade haben, mal verkaufen. Da haben wir nämlich einiges an Überschuss. Und für diesen Überschuss, ich weiß, wir bekommen hier in Gashok nicht die besten Preise. Das ist mir durchaus bewusst, aber ganz ehrlich, bei den 2200 Dukaten, die wir da beinahe in der Tasche haben, und das wird ja jetzt noch mehr werden, ich weiß nicht wie viel, aber wir können ja auch noch handeln. So ist es ja nicht. Schwupp, ich nehme mal nur hier die. So, das wären schon mal 59 Dukaten. Und wenn ich jetzt Handel abschließe und dann nochmal 35% oben raushole, 79 Dukaten. Also viel will sie nicht zahlen. 30%? Na also. So, und dann den Rest auch noch verkaufe. Zack, zack, jetzt kommen ja die richtig teuren Kräuter an die Reihe. So. Das wären dann nochmal 101 Dukaten. Handel abschließen. Da holen wir nochmal 30% bei raus und 131. Zack. So. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt insgesamt 2386. Da ist es tatsächlich sinnvoller, wenn wir uns einfach hier ein paar Tränkchen mit dazu holen. 120 Dukaten für 10 von den Tränken. Das sind nämlich die, die ich brauche. Von den Heiltränken habe ich noch mehr als genug. Nur Mana-Tränke sind mir langsam ausgegangen. Und ich würde gerne mitnehmen 2 Anti-Krankheits-Elixiere, damit wir jede Krankheit eventuell heilen können, sollte sie denn auftreten. Ich habe auch über Gift nachgedacht, aber wir arbeiten nicht mit Gift, wir sind Rondra gefällig. Deswegen lassen wir Gift komplett außen vor. Das hier fand ich sehr interessant, den Bandstaub. Wird die Flasche auf einen Gegner geworfen, zerspringt diese und der Bandstaub entzieht magiebegabten Gegnern die Astralenergie. In 5 Kampfrunden sinkt die AE um 100 Punkte. Das ist schon ordentlich. Also das hier würde ich noch zur Vorbereitung mitnehmen. 10 von den Fläschchen, 2 von denen. Da können wir auch nochmal handeln. Bei 154 Dukaten kommen wir dann rum. Dankeschön. Und die geben wir mal gerade Valaria und die geben wir mal Myria. So. Myria kann die mal gerade hier verstauen. Und Valaria hat jetzt 10 davon. Er hat 3. Auch dann machen wir das so. Gibt davon auch nochmal ein paar ab. Hätten wir so 4. So, dann hat sie nämlich 7. Er hat auch wieder mögliche Astralenergie. Die beide sind bei 5 Bewegungspunkten. Und ihr habt gesehen, ich habe das Inventar ein ganz kleines wenig aufgeräumt. Eine ganze kleine wenig. So. Nämlich, Werkzeuge und Co. sind jetzt unten. Darüber sind die Tränke. Und hier oben sind halt die üblichen Dinge, die man dabei haben muss. Sie hat Kletterhaken, Seil, Dietriche, ganz klar. Ludwig hat die Brecheisen, Schaufel, Hammer, Kletterhaken, auch ganz wichtig. Und natürlich jede Menge Tränke bei sich. Brüder, Leiter, Kletterhaken, Wurfhaken, Seil und Netz. Sie hat ein Netz mit dabei. Androsch, seht ihr übrigens, ist wieder ein Plattentierchen geworden. Er hat wieder seinen Plattenpanzer, er hat wieder seine Plattenbeine und er hat in der rechten Hand den Löwensäbel, den ich jetzt tatsächlich mal gegen den Felsspalter ausgetauscht habe. Mit dem Mut plus 2 ist der Löwensäbel tatsächlich ein Ticken besser als der Felsspalter. Er macht nicht so viel Maximalschaden. Er hat die gleiche Trefferchance, aber hat grundsätzlich eben Mut plus 2. Und das ist in vielen Situationen ganz hilfreich. Und vor allen Dingen, er wiegt mal eben weniger als die Hälfte als der Felsspalter. Was ein großer Vorteil ist, wenn man die Plattenteile wieder anziehen will. Das heißt, wir haben nicht nur Mut plus 2 bekommen, sondern darüber hinaus auch noch Rüstung plus 1. Kann ich mitleben. So. Er hat sein Waffenset mit dabei. Und vor allen Dingen, das Wichtige an dieser Waffe hier ist, sie ist magisch. Das heißt, wir können damit auch auf allerlei Dämonen und so weiter einkloppen. Inwieweit das jetzt zusammenpasst, dass gerade Androsch einen Löwensäbel in der Hand hält, von Rondra, ich weiß es nicht, aber es wird schon irgendwie Sinn machen. Sie hat auch ein Kletterhaken, Seil und Wurfhaken mit dabei, für alle Fälle. Die Pfeile habe ich mal. Ach nee, ich wollte ja nicht alle Pfeile einsortieren. Jetzt habe ich sie alle weggemacht. Das ist ja richtig blöd. Und er hat Lampenöl, eine Lampe, die Fackeln und einen Wurfhaken mit dabei. Nur hier,
Wurfwaffen habe ich hier keine gefunden. Da müsste ich wahrscheinlich auf einen Markttag warten, um mir ein paar... Und dann auf, darauf hoffen, dass wir Glück haben an dem Markttag. Ich mache das jetzt mal so, wie ich es eben gemacht habe. Euren Begleiter entlassen. Dann trennen sich jetzt unsere Wege, sagt Miria. Macht's gut. Und wenn ihr wieder mal meine Hilfe benötigt, so findet ihr mich in der Abenteurergilde. Jawohl. Ich nehme... Wo habe ich denn die Pfeile abgeladen? Hier beim Zwergen. Habe ich sie abgeladen. Dankeschön. So, der arme Zwerg. Ich wollte ja von jeder Pfeilsorte, wollte ich mal so 3 mitnehmen, für alle Fälle. Falls man die nicht doch irgendwann mal in der Geschichte oder für irgendwelche Aktionen benötigt. Und da seht ihr schon, wie ich die armen Abenteurer aus der Abenteurergilde einfach nur gnadenlos missbrauche. Als, hier, da sind unsere Sachen, die wir versteckt haben. Als Packesel. So, jetzt kann der Begleiter auch schon wieder hier bleiben und wir nehmen Mirja natürlich wieder mit. Dankeschön, Mirja. So. Ist alles ein bisschen geordneter. Jetzt haben wir von jeder Pfeilsorte 3 dabei. Sollten wir sie mal brauchen. Ich bin gespannt. Ist denn gerade vielleicht Markttag hier in Garshok? Schön wäre es. Ich würde mich freuen. Aber ich glaube, das sieht schlecht. Feuertag und Markttag. Naja gut, wir haben ja sowieso. Es ist ja schon spät. Wir können ja gerade mal eine Herberge aufsuchen und mal eine Runde schlafen. Ja. Dach und Fach. Kein Festessen, aber auf jeden Fall gute Hausmannskost. Immerhin. Dann würde ich gerne die Suite nehmen. Dankeschön. Und würde dort schlafen bis morgen früh. 15.51 Uhr, 16 Uhr haben wir. Das 12, 14 Stunden ist okay. Die 12 mit euch. Es ist noch sehr früh. Achso, wie? Was? Nochmal mieten hier? Was soll denn das? Ich habe 24 Stunden gebucht. Bitte was? Okay, wir nehmen nochmal 4 Stunden mit. So. Raviats, auf Wiedersehen. Wow. Oh. Sieht ja wundervoll aus hier. Haben wir denn jetzt... Der Markttag, ja Mensch, es ist Markttag. Wir könnten Glück haben. Heute ist Markttag, der Marktstand ist geöffnet. Handeln. Der gute, wow, der Waffenhändler hat 2 meisterliche Waffen mit dabei und eine riesige Auswahl. Was ist denn mit dem los? Gut, das ist natürlich nicht schlecht. Wir könnten Androsch jetzt natürlich noch so ein Schild hier an die Seite packen. Parade plus 3, aber er geht ja ohnehin nicht auf Parade. Von daher, das Einzige, was sinnvoll wäre, wäre der Schutz gegen Fernkampfwaffen. Aber sei es drum. Ach, guck mal hier. Stumpfer Pfeil, Kriegspfeil. Plus 1 Schaden. Wie viel kostet denn so ein... Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt 99 Kriegspfeile, 11 Dukaten... Ja, weißt du was? Dann nehme ich doch die Kriegspfeile statt die anderen. Das macht ja dann mehr Sinn. Und für Konrad, was ist denn hier am leichtesten? 10 Unzen und der hier 10 Unzen. 10 Unzen. 2 bis 7. Trefferchance 90%. 2 bis 7, 90%. Sehr gut unversehrt. 1 bis 6, 90%. Ich will Konrad jetzt nicht unbedingt Wurfbeile oder so in die Hand geben oder noch besser hier so eine Wurfaxt. Da bin ich nicht so überzeugt von. Aber ich würde ihm zumindest gerne mal so 10 von diesen Wurfsternen, dass er 10 Runden aushalten kann. Das wären dann 100 Unzen, die er bei sich rumträgt. Dann kann er 10 Runden aushalten mit Sachen rumwerfen. 10 Runden ist eine gute Quote. Ab 10 Runden und darüber hinaus ist dann einfach... Naja, da muss man mal gucken. Aber so bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Das ist echt eine gute Auswahl. Das ist ja absurd, was der für eine gute Auswahl hier am Markt hat. Na gut, ich nehme die Kriegspfeile und ich würde gerne natürlich wieder hier runterhandeln. 30% nehme ich mal. Dankeschön. Bitteschön, Valaria. Bitteschön, Konrad. Dankeschön. So, Konrad ist auch immer noch bei 5. Naja, der kann noch ein bisschen was tragen. Theoretisch. Jetzt 10 Wurfsterne. Die beiden Dokumente, hier habe ich übrigens mal mitgenommen, diese Lobangen-Dokumente, nur für den Fall der Fälle, dass man die nochmal irgendwie... Die anderen Dokumente habe ich eingelagert. So, und ihre normalen Pfeile können wir jetzt tatsächlich... Wupp, wupp. Kann ich jetzt mal gerade getrost verkaufen oder wegwerfen oder wie auch immer.
Ich verkaufe sie lieber mal. Immerhin noch 9 Silber. 9 Silber gibt es noch. Und wenn ich theoretisch noch so 2 oder 3 Wurfsterne oder 4 10 Dukaten bezahlen, okay. So. Kann er die noch tragen? Ja, jetzt wird es ein bisschen während kritisch. Wir hier warten, wird das Böse nur stärker. Ja, ich weiß es doch. Und wenn ich 2 davon abgebe, ist er immer noch überladen, ne? Das liegt aber jetzt auch daran, dass er ziemlich viel hier mit sich rumschleppt. Wir könnten die Fackeln auch nochmal auslagern. Dann geht's. Dann geht's. Dann lagern wir die Fackeln bei Mirja aus. 553, das wird sich aber gleich, glaube ich, regeln, ne? Das müsste, sie hat ja jetzt, die Pfeile sind ja jetzt weg. Sie war ja vorher, oder wiegen die Krieg, nein, die Kriegspfeile wiegen mehr. Die wiegen 5 Unzen, die normalen Pfeile wiegen... Dann machen wir das so, dann trägt sie eben auch noch... Achso, sie hat ja schon so einen Wurfhaken. Nee, dann trägt sie noch ein Seil. So, ein Wurfhaken bleibt bei ihr. Zack. So, das hier hinten ist ja sowieso nicht unsere Plünderreihe, ne? Die sollen ja nicht plündern, die sind beschäftigt mit dem, was sie dabei haben. Die müssen nicht unbedingt viel mehr aufnehmen. Gut, einmal ein Seil noch hier unten hin. Dann hat sie ihren Wurfdolch. Er hat 14 Mal die Möglichkeit zu werfen im Kampf. Und wird nicht in den Nahkampf stürmen müssen. Sie hat bessere Pfeile mit plus 1. Plus 1 Schaden, inklusive der Auswahl an Pfeilen, die wir noch zur Verfügung haben. Androsch ist wieder unser Panzertierchen und hat jetzt einen stolzen Säbel in der Hand. Und ansonsten hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Ach, ich hatte gar nicht die Amulette an. Was ist denn da los? Sie hat noch 4 Fingerfertigkeit. Ich weiß nicht, ob wir 4 davon brauchen. Aber für alle Fälle. Für alle Fälle. Ich fühle mich deutlich vorbereiteter für alle Abenteuer, die da kommen könnten. Tut mir leid, dass sich das jetzt so ein bisschen in die Länge gezogen hat, aber Vorbereitung ist alles. Vorbereitung ist alles. Jetzt. Sollen wir in den Sumpf? Sollen wir in den Sumpf? Ich glaube, wir lassen uns tiefusen für später. Wir marschieren jetzt schnurstracks in den Sumpf. Wir haben ein Netz dabei, ich bin auf alles vorbereitet. War natürlich sehr klug von mir, Rayada nach vorne zu stellen. Wenn sich sonst niemand so traut, meinetwegen. Die Gegend hier ist recht schön und ihr kommt auch sehr gut voran. Es ist ein netter Hinweis, dankeschön. Spätestens im Winter ziehe ich die Schneeschuhe an. Allein, weil sie die Kälteresistenz dann nochmal erhöhen. Schwupp und schwupp. Ja, Wasser und alles gefunden, das ist schön. Und jetzt müssen wir wieder über den Fluss. Machen wir selber. Mitten auf dem Fluss reißt die Strömung Konrad das Ruder aus der Hand. Die Fähre beginnt sich um sich selbst drehend abzutreiben. Bei den schlingenden Bewegungen rutscht euer Gepäck bedenklich nahe an den Rand des Bootes. Mit einer gemeinsamen Anstrengung bekommt ihr die Fähre wieder auf Kurs. Gerade noch rechtzeitig, um einer kleinen Insel mitten im Fluss auszuweichen. Wenig später erreicht ihr wohlbehalten das andere Ufer. Wir haben jetzt aber nichts verloren, oder? Bitte. Wir haben jetzt bitte nichts verloren. Es sieht so aus, als wäre alles noch da. Unser gesamtes Gepäck. Naja, ist alles noch da, sehr gut. Hätte er uns wahrscheinlich auch angezeigt, wenn wir irgendwas verloren hätten. So, einmal schwupp, 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 schwupp. Dann weiß ich ja jetzt, dass ich im Bestfall für Valaria, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, auf Kriegspfeile umsteige. Ich meine, es ist jetzt kein extremer Unterschied, ne? Also plus 1, aber auf die Masse wird sie dann schon mehr Schaden verursachen mit den Pfeilen. Und es macht ja Sinn. Ist ja eine durchaus höchst talentierte Schützin. Erstaunen. War auch schon wieder 20 Tarnelen. Die Mirja holt hier Tarnelen aus dem Umland. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, ist die Tarnele im Sveltal ausgerottet. Sie wird einfach nicht mehr existieren,
außer in den Beuteln von Mirja. So, Neulowangen, unser letzter Halt, unser letzter Zwischenstopp, bevor wir uns aufmachen in die Sümpfe. Gut ausgerüstet, wie ich meinen will. Bin ich zumindest überzeugt, wir werden uns durch die Sümpfe durchkämpfen, soweit wie möglich schon mal alles erkunden und erfahren und sehen und finden. Denn eigentlich müssen wir da noch nicht hin. Da werden wir erst hin müssen, wenn wir dann auch mal in Lowangen gewesen sind. Aber der Plan ist ja, und das danke nochmal für den Vorschlag in den Kommentaren, finde ich sehr gut. Der Plan ist ja quasi, die Sümpfe einmal durchzumachen, dann nach Lowangen rein und dann quasi, wenn wir den Auftrag bekommen, wo wir dann nur noch zu viert sind, problemlos durch die Sümpfe durchzukommen, statt uns zu viert quer durch die Sümpfe kämpfen zu müssen. Finde ich eine gute Sache. Ich warte auf die ersten Sumpfranzen, bin also entsprechend gespannt. Die Verzweiflung ist nahe. Der Moment, den ich seit der Retro-Version, seit der alten Version von Sternenschweif befürchtet habe. Wir müssen wieder in die Sümpfe des Vergessens. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.